Donnerstag, 7 Uhr, 76 mm. Wir sind auf einem Golfplatz im Regen. Was mich jetzt nicht so sehr wundert, denn der Spieler ist immer noch Heavy Rain. Und wir spielen in dieser Runde Scott. Wie ihr es ja beim letzten Part schon mitbekommen haben solltet. Gedanken. Golf? Großer Schläger, kleiner Ball. Ich fand das Spiel schon immer sinnlos. Neugierig? Ich frage mich, worüber wir uns unterhalten. Lauren. Ich habe Lauren nichts davon gesagt. Ich hole sie später zu Hause ab. Okay. Club. Der exklusivste Golfclub in der Stadt. Seltsamer Platz für ein Treffen. Okay, das Treffen ist also arrangiert. Es ist also nicht so, dass er jetzt einfach mal gesagt hat, er geht da mal besuchen, einen Bodyguard. Sieh an, ein alter Freund. Natürlich hat er einen Bodyguard. Warum sollte er auch keinen haben? Reiche Menschen haben Bodyguards, oder? Kann ich mit dem Bodyguard reden? Kann ich das? Nee. Okay, wir gehen jetzt mal zu ihm. Nicht schlecht. Danke. Kommen Sie rein, Mr. Shelby. Natürlich. Sie Kaffee? Oh nein, danke. Spielen Sie? Ja, einmal. Die sind heute noch mit der Rasenpflege beschäftigt. Oh, so schlecht? Interessanter Sport. Man braucht Kraft, aber auch einen kühlen Kopf und Genauigkeit. Wollen wir ein paar Bälle schlagen? Hier können Sie auch keinen Rasen zerstören. Okay. Nehmen Sie sich doch einen Schläger. Ich kenne mich ja persönlich sehr, sehr wenig mit Golf aus. Ich weiß, dass... Dieser wunderbare Golfball muss in das Loch und mehr weiß ich gar nicht. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, was die ganz verschiedenen Schläger zu bedeuten haben. Aber ich denke auch nicht, dass das jetzt hier eine Rolle spielt. So. Wir nehmen uns einen Golfball. Minigolf. Minigolf spiele ich aber gerne. Das Wichtigste ist, den Schläger richtig zu halten. Bereit machen und schwingen. Okay. R1. Mal gucken. Minigolf ist cool. Minigolf liebe ich. L1. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir jetzt da großartig justieren müssen. Und. Upp. Ja. Beeindruckend. Sie scheinen Talent zu haben. Anfängerglück. Wahrscheinlich, ja. Anfängerglück. Aber Sie haben mich doch nicht nur zum Golfspielen eingeladen. Da kommt er gleich zur Sache. Ich habe gehört, Sie stellen Fragen über meinen Sohn. Stimmt. Mich interessiert, ob Gordy in den Origami-Fall verwickelt ist. Und das ist eine berechtigte Frage. Er wirkt nämlich nicht ganz sauber, der Junge. Aber ob er dann gleich deswegen ein Mörder ist, der schon... unzählige Kinder getötet hat, das ist die andere Frage. Mein Sohn, na, der hat mit derartigen Sachen nichts zu tun. Dann muss ihn ja meine Ermittlung nicht beunruhigen. Sie brauchen gegen meinen Sohn nicht zu ermitteln. Er hat damit nichts zu tun. Hat er das? Bei allem Respekt, Mr. Kramer. Ich allein entscheide, gegen wen ich ermittle. Und Schlag. Man hat gesehen, diesmal mussten wir weniger Tasten drücken. Warum auch nicht? Ich bin ein einflussreicher Mann, Mr. Shelby. Und ich zahle gut für Loyalität. Wollen Sie mich bestechen? Sagen wir mal, ich biete Ihnen eine Entscheidungshilfe. Für wie viel lassen Sie ihn in Ruhe? Sie verstehen mich falsch. Das zieht bei mir nicht. Oh. Bleiben Sie meinem Sohn fern, Mr. Shelby. Sonst bedauern Sie es. Schönen Tag noch, Mr. Kramer. Er geht nicht auf die Bestechung ein. Ehrenmann? Fragezeichen?
Man weiß es nicht, man munkelt. Aber es ist schon mal besonders. Weiß der Vater mehr? Wirkt fast so. Jedenfalls sowas natürlich immer auffällig, aber gut. Was weiß ich schon. Wir dürfen wieder den Vater spielen, das finde ich ist eine sehr gute Sache. Ja, Erinnerung, drücken Sie wiederholt die Anzeigetaste, bis das Symbol verschwindet. Das habe ich Gott sei Dank erstmal noch nicht vergessen. Donnerstag, 7.47 Uhr, 77 mm. Niederschlag. Seit der Entführung, glaube ich. Wenn er mich ein bisschen fahren hat, hat man ja auch dann immer gleich die Celsius-Grad gesehen. Ja. Hat man dann auch natürlich immer gesehen, wie kalt es wird. Und hier sieht man eben, wie weit das Wasser schon ist. Wir gehen in ein sehr altes Haus. Eine Ruine, könnte man fast sagen. Schon länger nicht mehr genutzt. Und die haben hier unten eine Figur. Eidechsen aus Porzellan sehen neu aus. Eidechsen und passen nicht zu dem restlichen Müll. Ja, die sind sicherlich... Wir können schütteln. Bringt aber nichts. Die sind sicherlich hier nicht durch Zufall. Gut, was heißt nicht durch Zufall? Sie wurden wahrscheinlich hierhin platziert. Warum? Wieso wurden sie hier platziert? Habt ihr das gehört? Ja, klimpert was. Was klimpert da? Wir schlagen das auf. Es ist ein Schlüssel. Dann, 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 dann. Man merkt vielleicht, dass ich das Spiel schon mal gespielt habe. Habe ich auch schon offen zugegeben. Und ich kann mich hieran erinnern. Und ich frage mich, ob es wieder so schlimm sein wird wie beim ersten Mal spielen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, es wird nicht wieder so schlimm sein. Okay, auch das Haus. Ich denke mal, das Haus ist... Da gab es mal einen Brand, so wie es aussieht. Wir sehen... Also wir haben gerade gesehen, ein Display. Ja, scheint das nicht ganz geheuer, zu Recht. Aber ich würde auch behaupten, das ist ganz schön eindeutig. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Sie haben 5 Minuten Zeit, um sich vor der Kamera ein Fingerglied abzuschneiden. Schaffen Sie es, bekommen Sie Ihre Belohnung. Okay. Also wie gesagt, ob es noch so schlimm ist, ich weiß nicht. Wir gehen erstmal die Gedanken durch. Schmerz? Der Schmerz wird heftig. Ich brauche etwas zur Linderung. Aufgeben? Ich kann mir keinen Finger abschneiden, das geht nicht. Ich will Sean retten. Säge nicht. Alles außer das. Wirklich alles außer das? Unmöglich, keine Wahl. Einen Finger abschneiden? Niemals. Wir haben 5 Minuten Zeit. Die Zeit läuft. Was haben wir hier liegen? Ist ja eine Glasscherbe? Das kannst du vergessen. Die will ich nicht nutzen. Will hier irgendwas liegen? Irgendwas brauchen wir doch was Gescheites, wo man sauber einen Finger abdrehen kann. Sie haben noch 4 Minuten und 30 Sekunden. Ja, ist doch noch genügend Zeit. Viele, also ich kann mich noch erinnern, dass... Was liegt da? Eine Schere, ne, komm halt auf. Ich will irgendwas Schönes, Sauberes, Spitzes haben, aber irgendwie wirkt das nicht so zu... Das sieht gut aus. Eine kleine Axt. Ich meine, mit einer Schere den Finger... Oh Gott, der Gedanke ist halt echt übel. Okay. Das legen wir hin. Das legen wir hin, das ist ganz gut. Ich glaube, mit dem... Boah, der Gedanke... Der Gedanke ist so uncool.
gehen. Wahl, keine Wahl. Ich könnte es schaffen, wenn ich die richtige Wahl treffe. Es muss irgendwie gehen. Das ist ja noch besser. Ich wünschte nur, ich hätte irgendetwas. Weil Sie haben noch 4 Minuten. Nee, komm, steh nochmal. Steh auf. Hab ich nicht irgendwo irgendetwas, weil mein. Das wird sau wehtun. Ich glaube nicht, dass ein Finger abschneiden angenehm ist. So, was habe ich hier drin? Was ist das? Alkohol, sehr gut. Alkohol ist gut. Alkohol, ich glaube, das ist Alkohol. Alkohol ist super. Alkohol braucht man, um den Infektionen vorzubeugen. Weil es ist nicht steril, das kann man schon mal verraten. Wasser. Genau, wasch dir das Gesicht, das ist ganz wichtig. Das ist eine wichtige Sache. Mach dich sauber. Überhaupt ist kein Problem. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Hier noch irgendwo was ich brauchen könnte. Keine Ahnung, ein Tuch oder sowas. Wobei, ich könnte auch meine Jacke dann nehmen. Ich glaube, wir tun es jetzt einfach. Was liegt da, die Säge? Sie haben noch 3 Minuten und 30 Sekunden. Komm, wir machen es jetzt. Wir bringen es jetzt hinter uns. Alkohol. Alkohol ist gut. Trink mal einen guten Schluck. Genau. Mein Finger abschneiden ist keine Leichtigkeit. Und ich habe mal mit vielen Leuten oder mit ein paar Leuten gesprochen, die auch das Spiel gespielt haben. Die sagten, müssen Finger abschneiden, das war jetzt nicht so schlimm. Weil sie nicht mitfielen konnten mit dem Charakter, aber. Stell dir mal vor, du musst dir den Finger abschneiden. Und das merkst du vielleicht nicht, der Controller vibriert. Oh. Okay, ganz ruhig. Es versuchen, es tun. Es versuchen. Sie haben noch 3 Minuten. Oh Gott. Es ist halt echt unangenehm für mich. Oh ja. Ich kann bei sowas nicht hinschauen. Nein. Oh Gott, nein. Oh Gott, das ist für mich echt eine Qual. Mal wieder. Nur. Ja. Es tun. Gut. Los. Es ist so etwas Unangenehmes. Okay. Oh Gott, ich kann nicht hinschauen. Oh nein. Es ist so unangenehm. Nein, ich hab's nicht geschafft. Ich hab zu lange gezögert. Scheiße. Sie haben noch 2 Minuten. Komm jetzt. Und 30 Sekunden. Okay, wir haben noch Zeit. Wir haben ja erst die Hälfte der Zeit verbraucht, aber es ist wirklich für mich nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es beim Zuschauen ist. Oder ob es halt wirklich nur an mir liegt, aber ich finde es so schlimm. Aber wir machen es jetzt, wir ziehen es jetzt einfach durch. Okay, und. Na. Oh, der Finger. Oh Gott. Oh. Das ist so schlimm. Ah. Ah. Fuck it. Oh. Das. Oh Gott. Na. Oh. Oh, fuck, ey. Oh. Unter dem Tisch. Ja. Toll, danke. Unter fucking Tisch. Das ist immer dann das Schlimmste. Dann sagen sie, oh, die Lösung war unter dem Tisch übrigens. So nebenbei erwähnt. Boah. Schrecklichste, was ich in ein Spiel bisher tarnen musste. Also zumindest gefühlt. Oh mein Gott, hey. Oh, da schaudert's mich wirklich. Bah. Ich hab mir den Finger abgeschnitten. Das ist so schrecklich. Yeah.
152 Row. Was könnte das sein? Kann man daraus schon die Adresse sehen? Ich glaube nicht. Boah, ey. Boah, nein. Man hat der Gedanke. Ich finde den Gedanken so furchtbar. Einfach mal, oh, Finger abgeschnitten. Boah. Das war nicht alles für seinen Sohn tut. Um ihn zu retten.